Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das, was wir heute erleben, ist doch eigentlich gut. Wahrscheinlich lernt vielleicht die AfD heute etwas, denn es ist eine Lehrstunde für Sie, die wir hier durchführen. Leider sind Sie ja gerade nur im Wechselunterricht hier angetreten, weil mehr als die Hälfte Ihrer Abgeordneten haben es ja nicht mal zur eigenen Sondersitzung geschafft. Und es ist deshalb eine Lehrstunde der Demokratie, weil wir uns zu einer Debatte äußern sollen, die wir noch gar nicht kennen, in der wir als Landtag nichts zu entscheiden haben und der ja jetzt auch nichts Neues von Ihnen gekommen ist. Aber wir sitzen hier, denn das macht das Parlament ja auch aus, denn wir leben in einer Demokratie, in keiner Diktatur, in keinem Regime, Herr Dr. Berndt. Sie können auch das 100. Mal Ihr Zeug hier erzählen und wir hören Ihnen auch das 100. Mal Ihnen zu. Aber darauf müssen Sie sich verlassen können. Von uns wird es immer Widerspruch zu Ihren Thesen geben und wird es immer Widerstand geben. Zustimmen werden wir Ihren Ideen, Ihren Theorien niemals. Denn es geht Ihnen nicht um den Schutz der Gemeinschaft. Ihnen geht es nicht um Solidarität. Sie brauchen diese Krise, um politisch zu überleben. Sie brauchen diese Krise, um zu spalten und Angst zu machen. Sie brauchen diese Krise, um die Demokratie ganz langsam, aber sehr, sehr konstant verächtlich zu machen, um sie dann einzuschränken oder gar beseitigen zu können, wovon Sie ja schon die ganze Zeit träumen. Sie missbrauchen auch heute dieses Parlament. Sie spielen diese Leier, Corona ist nicht so schlimm, nun schon seit über einem Jahr. Ihnen geht es nur gut, wenn es dem Land schlecht geht. Spaltung und Hetze sind dabei Kalkül. Kalkül wiederum ist rational. Daran ist auch bei der AfD manchmal kein Mangel. Was ihnen fehlt, ist die Empathie, Mitgefühl mit Opfern, mit Eltern, mit Betroffenen oder auch dem Pflegepersonal und den Kassiererinnen im Supermarkt ist ihnen fremd. Die zu schützen, darum aber geht es im Infektionsschutzgesetz, denn es ist die Grundlage, die Rechtsgrundlage für all das, was wir hier in der Pandemie tun. Das geht Ihnen aber völlig ab und das interessiert Sie auch gar nicht. Denn wenn es Sie wirklich interessieren würde, wie es den Menschen da draußen geht, dann frage ich mich, warum haben Sie der Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nicht zugestimmt? Warum haben Sie Hilfen für Selbstständige abgelehnt? Und warum haben Sie in diesem Landtag Hilfen für die Ärmsten in diesem Land auch abgelehnt? Ihnen geht es nicht um die Menschen. Ihnen geht es um ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie wurden aber gewählt, um zu arbeiten und die Probleme der Menschen zu lösen und das Parlament nicht dafür zu missbrauchen, von uns ihren moralischen und intellektuellen Ruin immer wieder hier fortzuführen. Ihr Ziel ist nicht die Rückkehr zur Normalität, sondern die Aufrechterhaltung der Krise, in der Sie Verunsicherung sehen und die Gesellschaft auseinandertreiben können. Heute wäre ich eigentlich bei einem Unternehmer, der immer noch auf seine Überbrückungshilfen wartet. Ich wäre bei einem Betriebsrat, der sich für bessere Löhne in der Pflege einsetzen will. Und ich wäre bei einem Sportverein, der Schwimmkurse im Sommer anbieten will. Diese Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie bitten, unserem Redner jetzt wieder Aufmerksamkeit zu schenken. Kleinen Moment, Herr Abgeordneter Walter, wir warten ein bisschen. So, haben wir uns beruhigt, dann können wir weitermachen. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Die Hoffnung habe ich da drüben schon ganz aufgegeben. Aber ich sage es Ihnen, diese Menschen brauchen Aufmerksamkeit und haben Hilfe verdient. Sie brauchen zwar auch Hilfe, aber dafür fehlt mir die Ausbildung und auch die Geduld. Wissen Sie, Sie redeten schon während der zweiten und dritten Welle von einer Fake-Pandemie, also in einer Zeit, als deutschlandweit die Krankenhäuser am Limit waren und täglich 1000 Menschen gestorben sind. Im November 2020 forderten Sie rationalen Umgang mit SARS-CoV-2. Zu diesem Zeitpunkt war jedem normalen Menschen klar, dass wir mitten in der zweiten Welle stecken. Am 19.01.2021 forderten Sie, den Lockdown in Brandenburg zu beenden. Wissen Sie, was zwischen November, Ihrem Antrag im November und Ihrem Antrag im Januar passiert ist? Es starben in Brandenburg allein im selben Zeitraum 1717 Menschen in diesem Land an oder mit Covid. Und Sie, Herr Dr. Berndt, stellen sich hierhin und verunglimpfen diese Menschen als Corona-Gläubige. Schämen Sie sich endlich mal
Und wenn Sie anderen ins Gewissen reden wollen, dann frage ich mich, wo ist eigentlich Ihr Gewissen? Wenn wir Ihrer Politik gefolgt wären, dann wären tausende Menschen mehr gestorben in diesem Land. Und diese Menschen würden jetzt fehlen am Essentisch bei ihren Kindern, würden auf dem Sofa fehlen bei ihren Lieben oder bei ihren Freunden im Sportverein. Und deshalb folgen wir Ihrer Politik niemals und werden Ihren Antrag deshalb ablehnen. Vielen Dank.